Hier ist eine Treppe. Ey, das war perfekt. Das war perfekt. Und jetzt geht's los. Bester Stunt ever. Oh Gott. So, und da bin ich wieder zu einer neuen Folge von LCPDFR. Ich bin noch hier drin und habe mich nur schon umgezogen und wie ihr schon seht, steht da hinten auf FIB. Und zwar, wir gehen mal kurz raus hier, aus dem netten Haus vor allen Dingen, ja. Und ich wollte gerade sagen, hä? Das hier ist unser E-Klasse, das ist ein Dings. Das hier ist jetzt normalerweise der FBI Buffalo, aber jetzt habe ich hier den Impala drin. Das ist ein eigentlich recht netter Wagen mit J. Das hier ist jetzt das, ich finde das sieht besser aus hier, weil sollte man nochmal K. Das hier ist jetzt die Warning Lights oder Secondary Lights, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ne, ich finde das sieht besser aus als, weil das hier ist. Warte. Hier. Das hier ist, so sieht der normale Einsatz aus. So kann man also nur das hier anmachen. Ich finde, das sieht irgendwie scheiße aus. Weil L, diese Warning Lights, sehen irgendwie für mich am besten aus. Nur das kann man halt nicht nur mit L machen. Damit mache ich schon mal weiter. Und das ist wieder der Dodge Durango. Und das ist jetzt den ich nehme. Und zwar, das ist normalerweise der Pirate oder so. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier den Ford Explorer Dingsbummens. Jetzt warten wir kurz auf unseren Kollegen. Steig ein. Und ich finde eigentlich, dass der hier eigentlich recht geil aussieht, weil der ist einfach so getarnt, finde ich. Also den sieht man jetzt nicht so richtig an als Polizeiwagen, finde ich. Und wir haben auch noch FBI-Klamotten an, das war knapp. Passt perfekt hier. Und die Callouts habe ich jetzt gestellt auf... Oh ja, ich habe auch ein Taxi-Skin drin, weil ich dachte, weil ich hatte so viele Taxis, darum, wenn die Taxis mehr Mbits haben von den Ladensachen, dass die dann mehr, also weniger sind, weil die dann ja länger laden müssen, weil ist halt so von den Mbits, die Mods haben ja mehr Speicherplatz als, ups, wie fahre ich gerade, sorry, die Mods haben ja mehr, das war rot, Junge. Der sagt gar nichts. Gut, dann sagt nichts. Haut er gerade ab, der haut gerade ab. Ich kann nichts mehr sagen. Also mit dem FAB, mit dem Wagen, kann ich nichts sagen. Alles klar. Ich fordere mal kurz Unterstützung an. Warte, schön so. Mit, Alt B. Das kann ich jetzt eigentlich schon recht, relativ gut hier. Mit Unterstützung anfordern, mit Alt B. Nur was ich noch gefunden habe, ist, wenn der jetzt mal anhalten würde hier und ich Unterstützung kriegen würde. The unit is on way. Ich glaube, wenn du umdrehst, Junge. Nicht nur vorbeifährst. Ach Gottchen. Alles klar, jetzt fahre ich kurz erstmal richtig schnell. Alter, was ist da? Was hat der für ein Speed drauf? Ich glaube, das war gerade die Höchstgeschwindigkeit von mir. Das hat sich so komisch angehört. Alter, was geht mit dem ab? Apropos, warte kurz. So, weil... ich habe gemerkt, dass dass der Sound etwas laut ist, darum habe ich jetzt einen Leiser gestellt. Alter. Nein, wieso habe ich nicht aufgepasst? Oh Gott. Ah. Kann ich da langfahren? Ich muss einmal gucken, ob ich langfahren kann, ob ich andersrum langfahren kann. Ja, ich kann geradeaus weiterfahren, alles klar. Dann kann ich ihm den Weg abschneiden. Ja, wollte ich gerade sagen, hey, der müsste hier sein. So, jetzt reicht's mir, Junge.
reicht's. Raus aus dem Wagen, raus aus dem Wagen. So, stehen bleiben, Polizei. Polizei, Hände hoch. Wollt ihr den gerade schlagen? Na gut, passt doch. Ne, also mit unserem FIB-Wagen hier. Ich nehme dann kurz mal selber mit, damit ich noch erzählen kann und keinen Einsatz kriegen. Dankeschön. So, Kollege, steig ein. Also, ich weiß nämlich gerade nicht, was ich erzählen wollte. Gut, dann erzählen wir halt nichts. Ich mach mal kurz so, damit ich über rote Ampeln fahren darf. Und, ja, also. Ich weiß nicht, was ich erzählen wollte. Gut, dann erzähle ich halt einfach gar nichts. Und wir machen dann immer weiter mit LCPDFA. Und zwar, ich habe was herausgefunden wieder, weil ich habe wieder ein bisschen im Internet rumgestöbert, wie man so besser Unterstützung anfordern kann. Und da habe ich herausgefunden, dass, upsala, es ist 21.45 Uhr schon hier, also hier im Game. So, mal ausmachen. So, und zwar, kleiner Moment, ach, Mist, oh shit, ich habe schon wieder das Timer vergessen, Alter, wieso? Na gut, egal. Wenn die jetzt hier gleich mal fertig sind, dann kann ich euch zeigen. Komm bald durch. Auf jeden Fall, ich finde eigentlich, der Wagen sieht recht geil. Ich sag, na egal. Der Wagen sieht eigentlich cool aus, denn die ganzen Warning Lights und so sind alle dran. Also die sind nicht so versteckt und leuchten einfach nur, weil das ist die Warning Lights. Die sind halt nur hinten, hier vorne nichts. Das sind die Secondary Lights. Die sind hier die beiden. Nein. Etsy, hatte ich keine Lust. Ich wollte gerade drauf zeigen hier, Jungs, ne? Guckt drauf und, na egal. Das sind die halt neben. So. Neben den beiden da oben, die in der Mitte da. Die jetzt nicht mehr da sind und die jetzt wieder da sind. Wahrscheinlich habt ihr das gesehen. Die beiden, genau. Und halt, dann gibt's die beiden. Und die hier. Und eigentlich könnte ich mal gerade. Ich weiß, jetzt habe ich gerade einen gerufen, das wollte ich nicht, aber. Nein. Ich finde 7 eigentlich recht geil. Ach, ups, jetzt habe ich ganz schön lange drauf gedrückt. Ganz schön doll, meine ich. 10. 10 ist in Ordnung, das geht nicht so auf die Augen. Da ist ein Ambulance. Ich brauche dich zwar nicht. Weil ich brauche, ich muss STRG und M drücken, um da in das Menü zu kommen. Und mit STRG und M macht man auch einen Krankenwagen. Aber okay, war das rot bei dir? Ja, das war rot bei dir. Wer der haut jetzt wieder ab, Alter. Und zwar, was ich zeigen wollte, wenn der nächste Einsatz kommt, dann kann ich euch das gut zeigen. Also warte ich, bis der nächste Einsatz kommt. Ah, endlich. Jetzt die Wange geht's an, ne? Genau. Wir über das FIB gehen wir schön hier. Mit aggressiven Fahren. Ich brauche einmal bitte ihre Lizenzen, das wäre sehr nett. Und wir haben einen Bendison irgendwas. Wir gucken mal gerade einmal, wie es ihnen so geht hier. da ist meine Maus. Also, Brendon Billiers. Upsala. Billiers so rum. 3-mal angehalten, eine normal 3. Cautions, weiß immer nicht, was das ist. Ich nehme halt hier übel im Voraus auf, weil ich das Spiel übel geil aus finde, ja. Also 3 Cautions. Eine männlich, Veiled Lizenz, also eine gute, 4, also gute vor allen Dingen, ja, eine gültige, 4 Stops und eine No Active Runs. Ups, jetzt habe ich auf Dings gedrückt, das wollte ich nicht. Geh weg. Kann ich eigentlich auch mal kurz anmachen. So, sind nur etwas
über eine rote Ampel gefahren. Das heißt, wir geben ihnen eine kleine Dings von 60 Euro, weil sie zweimal über eine rote Ampel gefahren sind. Sie passen auf, da sie nette Herr Taxifahrer da. Und schönen Tag noch. Tschüss. So, boah, jetzt habe ich fast 100 Dollar zusammen. So. Und, ist er gerade schon wieder über eine rote Ampel gefahren? Ist das jetzt sein Ernst? Ach komm, ist egal. Diesmal hast du ja angehalten. Ich beweise mal kurz mein gutes Herz, ne, und sag dir, ist in Ordnung. Wir fahren jetzt mal kurz hier ein bisschen auf Autobahn. Ist das überhaupt eine Autobahn? Ich glaube schon. Und zwar, wenn jetzt gleich mein Einsatz kommt, ich habe den Einsatz auf... Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Alter, was geht mit dir ab? Ich habe den Einsatz auf Minimum 60 Sekunden gesagt und höchstens 300 Sekunden. Das heißt, es müssten doppelt so viele Einsätze kommen wie... Jumpdriver, nein, ich will nicht auf Jumpdrivers. Ich will normale, richtige Einsätze zum Powern hier. Was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß es gerade nicht mehr. Achso, dass ich die Einsätze jetzt auf 300 gesetzt habe. Das heißt, wir müssen doppelt so viele Einsätze kriegen, wie wir sonst immer kriegen, weil wir sonst auf 600 waren und jetzt auf 300. Ich hoffe, das funktioniert ja auch, weil ich weiß nicht genau, ob es funktioniert. Weil ich habe es nicht neu installiert, sondern in den LCPDFA Konfigurationsdatei eingestellt. Was soll ich da gerade helfen? Was war das? Kollege? Ich muss einmal hier lang, Kollege. Die scheren mir hier etwas hart aus, aber ich glaube, das ist normal, weil mein Kollege auch so rausgefahren ist und eigentlich alle so rausfahren. Das heißt, es ist ein GTA 4er Schuld, dass sie so fahren. Ja, das war knapp, Kollege. Ja gut, nein, eine Müllabfuhr. Kollege, es ist immer noch rot. Ich kann nicht weiterfahren. Ja, das wollte ich sagen. Und, Drug Deal. So, jetzt habe ich, och, komm. Das gibt es nicht, das gibt es nicht, das gibt es nicht. Ja, ich weiß, du bist da, aber das bringt nichts, denn der Drug Deal ist wieder. Alter Mann. Ich hätte jetzt so geil sehen können. Also zeigen können, nicht sehen. Wenn es geklappt hätte, aber wir haben ja noch Zeit, ne? Wir haben ja noch... Boah, Zeit, Hilfe. Ich sehe nichts. Das Doofe ist auch irgendwie bei jedem, ach, da wird auch wieder rein, Entschuldigung. Bei jedem K-Mod, den ich installiere, ist die First-Person-Sicht. Oh, ich sehe nichts, verbuggt. Was stand da? Ich weiß gerade nicht, was da stand. Upsala. Stuck, Pradis, was auch immer das heißt. Ja, ja. Ach so. Alles klar. Ausgelaufene Registerzeit. Ja, ist in Ordnung. K und L einmal anmachen. Dann habe ich das und die Warning Lights, genau. Ja, Junge, ist in Ordnung. Kann ich jetzt irgendwie abschleppen hier oder was? So, und auf jeden Fall, ich guck mal kurz in den Kofferraum, was da so ist. Jetzt kann ich es auch zeigen, weil ich glaube, da steht irgendwas davon. Wenn man da guckt und E drückt, dann kann man in den Kofferraum gucken. Also wenn er das dann mal macht. Guck in diesen Kofferraum rein. Da rein sollst du gucken. Irgendwie will er gerade nicht reingucken. Geh mal kurz an der Seite, bisschen Kollege hier. Guck da rein.
Nein, das wollte ich nicht. Geht nicht, alles klar. Mugging. Komm, steig ein, Kollege. Oh, hab ich das Auto gerade weggeschoben? Kollege! Dankeschön. So, jetzt kann ich euch nämlich auch zeigen wegen Mugging. Wenn da, oh, der hat einen angefahren. Naja gut, ich habe gerade was anderes zu tun. So. Hier lang. Und hier rein. So, und jetzt, da ist Mugging. Da ist Mugging. Oh, er rennt weg, er rennt weg. Kollege hinterher. Keiner, kein, ernsthaft jetzt. Nein, nein, nein. Was willst du, was willst du, was willst du? Wow, Entschuldigung, Entschuldigung, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Alles klar, er hat sich schon gestellt. Und die machen da hinten was anderes, das heißt, mal kurz auf N. Upsa, das wollte ich nicht. Und da hinten weitermachen. Was geht hier ab? Haben sie hier auch irgendwie? Achso, die haben sie auch schon. Alles klar. Das war jetzt leider nicht so das, was ich wollte, Alter. Wieso kommen denn nicht das, was ich will? Wo ist die Frau, die bestohlen wurde? Keine Ahnung. Gut, dann steigen wir einfach mal wieder ein in unseren schönen... Ford. Idiot. Upsala, das tut mir leid. Okay, oh, hier darf ich da gar nicht langfahren. Ist hier nicht mein Schild? Doch, da ist ein Schild, alles klar. Dann bin ich blind. Okay, wir warten mal wieder auf einen neuen Einsatz. Ich fahre, ah, gut, jetzt. Der da vorne fällt mir etwas aggressiv, der... Weißt du da, bitte lass die Ampel grün bleiben, bitte lass die Ampel grün bleiben. Ja, Ampel bleibt grün. Ja gut, der ist einfach weg. Ich meine... Auch finde ich in Ordnung, dass der einfach weg ist. Naja, gut. Was geht mit dir ab, Kollege? Kann ich dir irgendwie helfen, oder... So, auf jeden Fall, jetzt haben wir hier wieder einen Einsatz, das wollte ich sagen. Hier geht's eine Treppe. Ey, das war perfekt! Das war perfekt! Alter, war das geil. Oh Gott, jetzt muss ich hier einmal kurz aufpassen, weil ich hier keinen umfahren möchte. Weil ich ja relativ ordentlich fahre, das tut mir leid. Och nein, bitte nicht escaped. Oh geil, ich hab ihn wieder. Nein, das ist nur meine Kollegen. Nein, bitte nicht escapen. Bist du das da? Oh Mann. Das gibt es nicht. Wieso escapen die jetzt alle? Darf ich eigentlich lang? Alles klar. Und das Geile ist, was ich auch einmal rausgefunden habe, ich weiß nicht, ob das mit dem Auto auch geht, wenn ich lange Burnouts mache, dann explodieren die Reifen. Ich glaube, das ist normal nicht. Jetzt bleibt er mal stehen. So, wenn ich jetzt lange so einen Burnout mache, explodieren die Reifen. Wenn man nur GTA normal spielt, ohne Mods, ich glaube, dann können die gar nicht explodieren so. Also ich hatte es noch nie so, dass die Reifen dann so explodieren, wenn ich normal GTA spiele. Ja, fahr doch, Kollege. Ja, genau. Explodiert. So. Jetzt haben wir mit explodierenden Rinden schönen Hinterreifen. Durch die Gegend.
Alter, ist das schnell. Wow, das war, oh, das war so knapp. So, wir haben einen Detected. Ich konnte jetzt nicht lesen, was da passiert ist, weil ich versucht habe. Alter, wo ist der hin? Wer ist das? Ist das der hier? Nein, ist das der hier? Nein, ist das der hier? Nein. Ist das doch der? Na, der ist das. Gut, dann halten Sie mich kurz einmal an. Ich habe gesagt, Sie sollen anhalten. Dankeschön. So. Jetzt rennen wir hier kurz einmal hin und hoffen, dass er nicht wegfährt. Obwohl, wir hoffen, dass er wegfährt. Nee, er fährt leider nicht weg. Wir machen mal Other. F12. Einmal Ihre Lizenzen. Vielen Dank. Wie heißen Sie? Royas. Okay, Royas. Ich gucke Sie einmal kurz nach. Kleinen Moment. Bleiben Sie bitte im Fahrzeug. Also. Wood Row Royas. Dreimal dicke Dings, Dings, Bums, Bums, Dings, alles klar, alles richtig. Bist völlig in Ordnung, aber Ihr Auto ist nicht in Ordnung. Kann ich das Auto nachgucken, das Kennzeichen? Nee, nein, das geht wahrscheinlich nicht. Da steht auch nur Liberty City drauf. Steht überall drauf. Das heißt, ich muss Sie leider bitten auszusteigen, denn Ihr Auto ist nicht da, wo es sein soll. muss ich einmal kurz untersuchen. Oh, wieso sage ich immer untersuchen? Wie komme ich auf untersuchen? Naja, okay. Gut, Sie können gehen. Tschüss. Und jetzt mache ich einmal das, was ich machen wollte. Und zwar in dieses komische Menü mit dem Partner. Und so kommt man, wenn man Caps Lock gedrückt hält, dann komme ich in dieses Menü. Dann drücke ich Tab, um weiterzukommen. Dann bin ich hier bei Backup. Also ich wollte zum Backup, alles klar. Und jetzt kann ich einmal gucken. Hier gibt es nur Firestruck, Ambulance, News. Also das hier ist SEK, News und so. Und das ist ganz normaler Dings. Das heißt, es geht nicht einen Abschleppwagen zu rufen. Das wollte ich nämlich holen. Hier gibt es einen Partner. Dann kann ich meinem Partner was befehlen. Hier gibt es Blue... Wenn man mehrere hat, ist das hier der Blue Primary. Alles klar, warte kurz. Ich habe gerade einen Einsatz hier. Ich glaube, mit dem Typen ist... Stimmt was nicht. Steig mal bitte kurz ganz schnell ein. Ja, was soll ich denn damit machen jetzt? Schreibt mir also bitte auch mal kurz in den Kommentaren, was man mit dem jetzt machen soll. Ich soll den festnehmen dann? Ist denn irgendwas mit Have Been Rast? So, bitte einmal stehen bleiben. Herr Kollege. Gut, dann bleiben wir halt mitten auf der Straße stehen, ist auch in Ordnung. So, wieder einmal Other drücken. Jetzt müsste ich rein theoretisch 3 kriegen, oder waren da hinten keine drauf? Ich habe es nicht gesehen. F12, ich gucke mal, ob da hinten was drauf war. Doch ja, ich müsste eigentlich 3 kriegen. Aber okay. Und hat er irgendwas? XPO? Ja gut, das war's. Ich muss sie einmal bitten auszusteigen. Versucht er gerade abzuhauen? Der versucht gerade wirklich abzuhauen, ist nicht sein Ernst. Ist not really sein Ernst. Ist not really sein Ernst. Hä? Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Du sollst aussteigen, Kollege. Asa, und jetzt frage ich mal nicht, weil ich weiß schon, wie du heißt, Kollege. Einfach aussteigen, ja? Der haut wirklich ab, das ist nicht sein Ernst.
Wieso haut der ab? So. Jetzt reicht's mir hier. Kollege, Sie bleiben jetzt stehen. Jetzt werden Sie auf jeden Fall festgenommen, weil irgendwie... Wow! Wow, 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 danke, Partner. Danke, Partner. Oh, Gott! Was... Oh, sorry. Was war mit dem passiert, Alter? Was liegt denn da auf der Straße? Achso, das war eine überdimensionale Anzeige von meinen Lichtern. Ein kleiner Bug. Hier die beiden in der Mitte. Ach, jetzt hat man es gut gesehen, was ich meinte. Alles klar. Wenn ich jetzt das nochmal drücke und hier hingehe. Ich brauche unbedingt einen Einsatz, wo man... Warte, ich mach mal kurz mein Dings aus. So. Ich brauche unbedingt einen Einsatz, wo ich Verstärkung anrufen kann von News-Leuten, weil damit geht das. Ich kann nicht Alt und N drücken, weil damit ruft man ja auch die News, aber das geht nicht. Und darum, das ist eine beste Abzweigung ever. Von vorne und von hinten. Das ist das beste ever. Und wir haben grün und die haben grün. Das ist echt perfekt, ist das geregelt hier. Oh Gott, ey. Aber damit geht das mit diesen Tasten hier. Und das Geile ist, es wird auch langsamer dann. Also man kann im Fahren hier ein bisschen rumsliden. Auch wenn man nicht sliden kann, dann sollte es man lieber lassen, ne? Nur, dass die Spur hier richtig... Ich weiß gar nicht, wo ich... Wo ich... Oh, da fahre ich, da fahre ich... Oh, lululu. Dann fahre ich zurück. So, dann fahre ich halt hier lang. Upsala, das wollte ich nicht, sorry. Kann ich gerade einmal joinen hier? Ich weiß, dass der das ist. Ich helfe dir einfach mal, ohne zu joinen. So, kleiner Moment, stopp, hier, anhalten. Ach Gott, dann nicht. So. Und jetzt geht's los. Bester Stunt ever. Oh Gott. Oh, jetzt bin ich da voll gegengefahren, Alter. Volle Kanne, wie dreckig das Auto auch noch ist. Na gut, dann mache ich es halt nicht. Boah, das war knapp. Ich bräuchte jetzt endlich mal einen Einsatz, Alter. Ich glaube, die Einsätze mache ich noch eine tiefer. Das heißt von 60 auf... was willst du? Du willst echt Streit mit einem Polizisten? Ach ja, stimmt, du weißt gar nicht, dass ich ein Polizist bist, ne? Junge, Junge. Du hast mich geschlagen, das heißt, ich muss dich einmal kurz, komm, wie heißt das jetzt? Nicht untersuchen? Nein. Es heißt frisken. Ja, Mann, Mann, Mann. Gucken, was der halt Spitzes an sich hat oder so. Oder irgendwas anderes. Oh, das wollte ich nicht. So, du kannst gehen, Kollege. Du wusstest ja nicht, dass ich Polizist bin. Aber trotzdem schlägt man keine anderen Leute, ne? Ich hätte mir eigentlich eine Warnung ausgeben sollen. Mach ich kurz nochmal. Strafe meine ich nicht, keine Warnung. So, einmal kurz stehen bleiben. So, einmal bitte hier. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte... Nein. F9. Wie kann ich Ihnen eine Strafe geben? F10. Hier. F12 habe ich gedrückt, ja. So, F10. Vielen Dank. So, das war eine Warnung. Das heißt, man schlägt keine Leute und schon gar nicht Polizisten. Denn Polizisten sind höher gestellt als du, Kollege. Da fahre ich jetzt mal kurz lang, darum fahre ich hier gerade über rote Ampeln, weil das cool aussieht, wie ich falle jetzt wieder rum.
Alter, was ist da passiert? Boah, das war knapp. Boah. So, es wäre nett, wenn ich auch mal wieder einsetze. Alter, das nervt richtig, dass man keine Einsätze kriegt hier. Ich glaube, ich installiere LCPTFA nochmal neu. Also nicht mit der Dings, sondern ich sag in der Configuration-Datei, die ich bei LCPTFA selber kriege, dass ich... oh, scheiße, habe ich nicht gesehen. Tut mir leid. Eingeparkt. Naja gut, den lasse ich mal kurz mal fahren. Hier ist grün, Kollege, du kannst fahren. Kollege? Na gut, jetzt ist eh rot. Und jetzt fährt er. Und der auch. Hä? Seid ihr alle doof? Ist doch rot, ne? Du warst der Erste. Das heißt, du hast es ins Rollen gebracht. Das heißt, du hältst einmal kurz an. Oder steig sofort aus. Das geht. Ist der jetzt gerade beim Fluchtversuch oder was soll das hier werden? Hä? Jetzt stellt er sich hier an und will über eine rote Ampel gehen. Hä? Kollege, du kommst mir irgendwie etwas komisch vor. Kommst irgendwie etwas sehr komisch vor. Kollege. Also, die Front nach sind ja gut dann. Dann geh und komm nie wieder. Nein, du sollst nicht da reingehen. Achso, und das Geile ist auch noch, jetzt ist er ja in den Wagen kurz frei geworden. Und zwar, ich mache jetzt mal was. Und zwar, ich gehe hier hin, gehe auf Partner und sage ihm... Follow in Vehicle. So. Jetzt steigt er da ein. Ich steige hier ein. Jetzt folgt er mir in dem Wagen. Das ist so geil. Wenn ich jetzt hier anhalte und er einfach im Polizeiauto wäre, das wäre noch geiler. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt einen verfolgen würden. Und er kommt mir nicht hinterher. Wieso kommt er nicht hinterher? Bin ich ihm zu schnell oder was? Also komm, ich fahre doch nicht zu schnell, also. Vor allem, ich fahre auch nichts um hier. Ich fahre keine Autos um, ich fahre keine Menschen um, ich fahre... Hä? Und wo ist jetzt mein Kollege? Kollege, wo bist du? Da ist mein Kollege, oder? Bist du mein Kollege? Bist du mein Kollege, Kollege? Doch, ich glaube, du bist mein Kollege. Wenn ich jetzt, weil wenn ich jetzt so mache und das hier mache, dann müsste er wieder zu mir kommen. Bist du mein Kollege? Nein, du bist nicht mein Kollege. Alles klar. Kollege? Bist du mein Kollege? Das war ein grünes Taxi. Oder ein gelbes? Kollege? Da ist mein Kollege. Gut, er kam zu mir gerannt. Wieso gibt es hier eigentlich immer noch Taxis, die so aussehen? Ich verstehe es nicht. Ich habe zwei Taxis aus. Taxi 1, und, also Taxi normal und Taxi 2 ausgetauscht. Nein, es gibt immer noch Taxis. Schön bunte Farben da. Das sieht doch toll aus. Nur, wir kriegen echt keine Einsätze rein. So, und du bist mir etwas... zu spät da gewesen. Und fährst dazu auch noch über eine rote Ampel. So, Kollege. So. Und wir müssen jetzt einmal uns noch unterhalten. Also F9. Wie heißen Sie? Sie heißen... Romeo Ingram. Dann mache ich mal so, dann brauche ich nicht 2 eingeben. Da kommt gerade keiner. Nee, ich möchte keine Limo. Da muss ich hin, alles klar.
2 Cautions wild, stop 10 to times, another Cautions wild. Alles klar, gut, dann ist alles in Ordnung mit euch. Aber trotzdem eine Verwarnung in Höhe von 60 Euro und jetzt hole ich mir kurz eine Limo. Ja, da hinten, genau. hat er gerade so hingezeigt, darum. So, von den 60 Euro, die ich mir jetzt bezahlt habe, hole ich mir jetzt 60 Limonaden. Limonaden. also eine kostet, warte, wie viel kostet eine? Ich weiß es nicht, da stand nichts, ist auch egal. Schmeiß weg. Und zwar, das machen doch normale FBI-Leute auch, FIB, einfach über Autos springen. Okay, dann sage ich so, war es das leider wieder ohne Einsätze. Ich installiere es nochmal kurz neu. Was geht da ab? Wieso rennen die da so? Gut, und sage ich so, war es das mit... Upsala. Mit der heutigen Folge von RCPDFR. Und damit verabschiede ich mich, indem ich hier die obenen Einsatz, das wäre richtig geil, weil hier oben ist eine Mission von Nico Bellic, eine ganz normale halt, aber hier oben ein Einsatz, das wäre mal richtig, richtig Hammer. Wo geht's denn hier lang, Alter, wie hoch das hier geht? Ups, das wollte ich nicht, falscher Knopf. Ich wollte gerade aus, weiter. Wenn ich da jetzt lang fahre, ne, dann will ich da runterknallen, ne? Ja, oder? Guck nochmal. Alles klar, kleinen Moment, ich guck mal kurz, was ich... Oh, falscher Knopf, wieso drücke ich immer alle falsche Knöpfe? Wenn ich genau da so zwischenkomme, vielleicht kriege ich dann gerade noch die Hitbox. Nein, kriege ich nicht. Gut, dann sage ich so, upsala. Bis zur nächsten Folge von LCPDFA. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Und, kommentiert kräftig. Nein, ich bin doch runtergefallen. Okay, oh, mein Kollege. Was mit meinem Kollegen? Ist er ausgestiegen? Ja gut, er ist ausgestiegen. Das heißt, bis zur nächsten Folge von RCPDFR. Ich finde hier keinen Ausgang. Dann muss ich halt so Schluss machen. Ja, das war's für ein LCPDFR. Ups, jetzt habe ich F. Na gut. Falls euch gefallen hat, lasst ein Like da oder schreibt einen Kommentar. Was heißt oder? Und schreibt einen Kommentar. Ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.